Shalom Aleichem, mein Name ist Eli Benedikt und ich bin der Programmdirektor beim Yiddish Liga. Also ich weiß noch nicht, was die Yiddish Liga ist, weil ich suche noch zwei Wörter wegen dem. Die Yiddish Liga Ziel wird aufzuhalten, Yiddish wie eine moderne und lebendige Sprache, entmutigt Menschen, dass wir soll reden Yiddish in einem tagtäglichen Leben. Yiddish Liga geht aus dem Journal mit Numen auf dem Schwell, was wir ein bisschen reden wegen dem später. Philipp hat dort geschrieben. Wörterbücher, Lernbücher, Grundlehnwerk und andere pädagogische Materialien, die helfen euch auszulernen an echt und einseitig Yiddish. Wie euch halten wir gesellige Programme mit der Repräsentlichkeit von Forscher, Singers, Akteuren in Kulturtieren und Tiers, was bringen euch einen Blick auf Yiddish in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, mit sich zu kennen. Wir verbeten euch zu stützen die Yiddish Liga, werte Mitglied in Stütz der einzige jüdische Organisation, wo es alle ihre Unternehmungen auf Mamen löschen. Könnt ihr sehen, alle unsere Produkte, Bücher, Wörter von der Woche, unser Journal, das Einschreiben für unser Journal, geht auf leagueforyiddish.org, leagueforyiddish.org. Alle unsere friedlichen Programme könnt ihr sehen dort, in euch auf unser YouTube-Kanal, und ich will bald stellen alle Linken in den Schmusskästen. Geht! Ein Top mir die Vergnügen zu reden mit Philipp Schwarz. Philipp ist geboren in Deutschland. Er hat studiert slawische Linguistik, misroch-europäische Geschichte in Chorben Limudim. Er hat verendigt sein Magister in Judaistik beim Breslauer Wroclawer Universität. Seine Forschinteressen nehmen er ein neo-chassidische Literatur in sowjetische jiddische Kultur. Philipp schreibt eine Sache in verschiedenen Journalen, zwischen Seiten und Treffen in Vorwärts, auf dem Schwell, Yiddishland und noch. Philipp hat auch einen frischen neuen Kurs in Yivo. Weil wir sich wenden zu dir, Philipp, was geht denn? Guten Abend, oder guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, also wir haben eine Gelegenheit zu schmusen, einer mit den Zweiten. Danke. Weil wir ohne eben öfter mit ein bisschen biografischen Strichen, kennst du ein bisschen, ich habe schon gesagt, bis geboren in Deutschland. Ich habe sich aufgehalten, wird in Samme Center Deutschland. Mehr weniger, wo es gewann einmal eine Grenze zwischen Miserach und Meidel Deutschland. Und damals habe ich noch gemacht gar nicht gewusst von jüdischen Loschen, das verändert eine Sache. Und wir kennen etliche jüdische Lieder, die sind populär, aber erst mit Jahren später sich angehalten, verinteressieren Tage mit Jüdisch. Und das ist gewesen, und ich habe schon studiert. Ich habe studiert zuerst in Deutschland. Und vorher bin ich gewesen ein Jahr in Kiew. Das heißt, dass ich verändert die Schule, bin ich rausgefahren ein Jahr in Ukraine, weil damals ist gewesen, also ein Gesetz in Deutschland, dass Mannsburg, was ist 18 Jahre alt, darf dienen in der Armee ein Jahr Zeit, wäre ich. Ich habe nicht gewollt dienen in der Armee, aber ich gewollt tun etwas anderes bekommen. Und eine Möglichkeit ist gewesen, dass man geht in ein anderes Land und arbeitet dort wie ein Freiwilliger. Ja. Ich habe dort gearbeitet mit jedem von der Scheres Athlete und euch dann Menschen, was haben übergelebt im Milchome in deutschen Lagern oder wie auf Zwangsarbeit in Deutschland. Ja. Und von dann hat sich euch genommen mein Interesse in misrach-europäischer Geschichte. Und und danach habe ich studiert in Deutschland und weiter gewann euch in den Vereinigten Staaten auf etliche Semester. Ich habe gelebt in Israel eine Jahr Zeit. Dort hat sich angehalten, mehr auf mein Interesse in Jiddisch. Weil bei mir habe ich nicht gekannt, kein Ivrit. Das heißt, ich kenne ein bisschen Loschen Koidisch. Aber ich bin auf Jan Teuven, der Marshall Sukes, bin ich gegangen in eine chassidische Schule und hat mich verbeten. Und bei Wiesnitzer Chassidim ist das 80 gewesen. Und mir hat geredet, mir Jiddisch war es gewesen, geringer zu verstehen. Weil meine Muttersprache ist für Deutsch, ist sehr ähnlich. So habe ich das ist mein, also sozusagen gewinnt mein Anhieb mit Jiddisch. Und danach habe ich sich angehalten für interessieren, auf, ne, ernster mit dem. Und ich habe gesucht, eine Möglichkeit zu studieren, etwas, was hat der Scheich zu Jiddisch. Habe ich geguckt, wo kann das tun? In Europa, in Schweden ist da ein Programm in Lund. Aber dort darf man haben, ein
schon etwas ein Bachelor oder etwas so eins, was hat der Scheiches mit Jiddisch. Also Sache, ob ich habe früher nicht studiert Jiddisch, aber ich getrachte nur, ich kann studieren die Geschichte von Churban und arbeiten mit Jiddische, das heißt mit Keuren, was einen angeschrieben auf Jiddisch. Und also habe ich getan und bin sich übergegeben können Uppsala. Dort habe ich sichtbar kennt euch mit meinem Freund, mit meinem Weib. Ja, und danach habe ich gewohnt in 2 und 3 Jahren und dort habe ich schon immer mich sich vernommen mit jiddischer Literatur. Und ja, damals habe ich gemeint, als ich war Tage, also ich bin gefahren, kein Poyon, kein Wroclaw, also früher gewesen Breslau, habe ich gemeint, als ich war, schreiben etwas an Arbeit wegen sowjetisch-jiddischer Geschichte, Kultur. Aber man hat bloß gekannt, ausgeklappt zwischen zwei Balayoizen. Ist einer gewesen, Mumche, sie ist gewesen, ein Mumchete auf Hebräisch und ja, hat geforscht etwas wegen die Missionären, was haben gearbeitet zwischen Jiden in London, etwas so eins. Und der Zweite ist gewesen, ein Mumche auf Chabad. Und er hat euch gearbeitet mit die, was haben gewollt schreiben wegen Jiddisch. Ich habe gewollt schreiben wegen Jiddisch, habe ich geschrieben bei ihm meine Arbeit und also hat er mich inspiriert, sich zu vernehmen mit der chabadischen Themen. Und also hat sich entwickelt ja, mein Forschungsinteresse in Neo-Sidis euch. Ja. Also, das ist derweil. Also ist mein Schöne, Drang mit Jiddisch. Also, ja. ein Ah ja, schöner also, Reinfilm, ja. eine Sache war, darf ich noch da machen. Also ich bin gewesen als Studentin in Schweden, aber ich bin ich Sommerzeit gefahren in Vilnius. Damals ist noch gewesen ein Sommerprogramm in Vilnius. Gewesen, Tage das letzte Mal, wenn es vorgekommen ist, die Sommerprogramm. Und ich habe es dort gelernt bei Wechsel oder Michael Wex, was der Reuben kennt, im Escher wie Mechaber von einer solchen populären Bücher. Ja, ich denke, ich sei ein Mensch oder etwas so ein ja, Just Say No, solche Bücher. Ja, der ist auch ein Jiddisch-Lehrer und gewöhnlich hat dort gelernt, Dovber Keller, ein Professor von Jiddisch ja, in Amerika. Und das Jahr hat er gedacht, sich gedacht sein, auf etwas Achassene und Wechsel ist gekommen anstatt M. Und er hat gelernt und bei mir ist das gewesen sehr eine wichtige Überlebung, weil ich bin an einem Ort der Reisetag, was scheich Lemude Koidisch und was scheich gemorgen und solche Sachen. Und er ist sehr behabend in Athelchien. Ja, nehmen, ob ich sich gelernt von dem Sach darf gehen, dem Prat. Und, ja, und er hat euch inspiriert, also meine Leidenschaft, was scheich jiddische Literatur. Und das heißt, das ist noch wichtigste Ermahnen, Efter, was scheich meine Biografie mit Jiddisch. Ja. Sehr schön. Bei mir, ich muss sagen, bei mir bist du auch in Kopf bist du gelegt wie ein Navenadnik. Du fährst das Sache um die Welt, zu Konferenzen, du wohnst das allein gerechnet da, viel, viele Väter, wo du es gepflegt wohnen, ein Jahr oder mehr. Und du hast ein starkes Interesse in Mizrach-Europa. Ja? Vielleicht du bist Ja. geboren in Deutschland, hast gewohnt 3 Jahre in Polen. In der Nummer von Neuf Schwerl, was ist auch alles wegen Ukraine, hast du geschrieben 3 Artikel zu Neuf Schwerl, 2 Interviews mit Freunden, was wollen denn jetzt da in Ukraine, und noch ein Artikel, was du hast allein geschrieben. Will ich auch noch eben noch schon, will ich ein bisschen reden wegen Misrach Europa, schon Misrach und gegen Mayrep, wenn du gerne zu Jiddisch. Lass mal schon reden eine Minute in Polen, weil dort hast du gewohnt 3 Jahre, studiert dort in der Universität. Was sie dort zu treffen in Wroclaw, in Breslau, wenn er gern Jiddisch. In Wroclaw, ich habe ausgeklickt, darf Wroclaw, weil der Abteil dort, der Judaistik-Abteil, wie es heißt dort, ist Tage bekannt, dachte ich, zu lieb seinen Forscher, wie Karolina Szymaniak, was ist euch ein Jiddischistka, bekannte und andere Forscher wie Marcin Wodzinski, was ist ein Mumch auf Chassidus, was man kennt über der Welt. Und mein Baljoiec, Wojtek Tworek, seien da Sachen, verschiedene euch Forscherin von Ladino, was ist Jochit Beminoi in Polen. Es tut sich dort eine Sache, es kocht sich da eine Sache. Und das ist, dachte ich euch zu lieb, dem, was Professor Wodzinski für dann mit dem Abteil versäufen, dass er probiert zuzuziehen, Menschen von verschiedenen Hintergründen und was tun auf der Sache, was heißt in der Forschung. Und
Aber es ist nicht der einzige Ort. Trotzdem seinen anderen Erter akademisch gerät, ja, das ist seine da, versteht sich in Krakau und in Warschau wichtige Centers. Und der Chilik von Krakau und Warschau zu Wroclaw ist, also dort ist da euch eine jüdische Kehille. Was ist in Wroclaw euch voran, aber sehr beziehungsweise Weg? Das heißt, seine geblieben etwas Armenien, ältere Jiden, was kommen noch als Davnen, nicht, viele nicht Armenien, also ja, man, ja, kennen viele nicht. Lehnen, ja, Schabes von Sefer Teure. Und das heißt aber, sie kommen und seien es damit gekommen, die ganze Jahrzehntliche, was es gewesen nicht so ein folgerdicker Matzef in Polen, wahrscheinlich Jüdischkeit, ist, und Asamien Recht ist noch da, und, aber jüngere Teures, Jiden kommen, als seien da etliche, aber sie kommen nicht in die Schule rein, ist damit. Und ja, aber es ist da Fundatie, die Bente Kahan Fundatie. Es ist Bente Kahan ist eine Sängerin, was ihr Tate dachte ich ist von Bukowina. Sie redet, das heißt im Asamien Jiddisch, was man hat gerettet in die Dosikime Koimis. Und sie allein ist eine Norwegerin und hat sich aber rübergeklebt in Breslau und dort hat sie gegründet Asamien Fundatie, die zu renovieren die Schule. Und danach zu arbeiten, das heißt zu organisieren Konzerten, verschiedene Kulturunternehmungen. Lauf darf genau für einen jüdischen Eulen, noch für einen breiteren Eulen. Also man soll sich euch lernen wegen der jüdischen Geschichte von der Stadt. Aber Wroclaw ist gewesen, der Ricker, nur, das heißt, bemäßig 100er Jahre ist gewesen eine deutsche Stadt, eine preußische, früher eine österreichische Stadt, eine schlesische Stadt. Das heißt, es hat nicht. Also, das heißt, ob es hat der Scheich ist zu Jiddisch, ist öfter zu Meirer Jiddisch, nicht also stark zu Misrach Jiddisch und der Rücker zu deutsch-jiddischer Geschichte. Und die Fundatie vernimmt sich euch der Rücker mit der Geschichte. Lauf darf mit Jiddisch also stark. Hotsch, sie singt euch, das heißt, Bente Kahn singt euch jiddische Lieder. Und ich habe dort angehalten, meine Karriere sozusagen wie ein Jiddischlehrer. Ich habe zum ersten dort gelernt Jiddisch. Und ja, aber es ja, Kurzakademie ist nicht so viel, was tut sich herum jede Staffel. Das heißt, ich gewinne einen Lehrkreis, wenn ich habe dort studiert. Wir haben uns getroffen jede Woche und das alles geklebt Text mit anderen Studenten, Doktoranden, amoliken Studenten. Und seien da euch ältere Jiden, was haben ein ganzes Leben nicht gehabt, also Scheiche zu jüdischer Kehle, aber jetzt proben sie zu gefunden an einem. In neuem Eufen zu einem Plecken für sich etwas jiddische Jerusche, was hat nicht kein Scheiches zur Religie darf, genau, etwas anderes, ja, trotzdem. Aber bei der Kleid ist da eine Sache in Polen, was darf in den letzten Jahren tut sich herum jiddisch, ja, seine da Journalen verschiedene, was nicht allem aber beweisen, sei er rauszugehen längere Zeit, aber ist es da ein Journal in Wroclaw, was heißt Jiddisch, und dort gibt man eine Reusel jüdische Literatur in polnischer Übersetzung. Man schreibt wegen verschiedener jüdischer Unionen, aktuelle, historische. Und Und das ist auf Polnisch, ja, nicht das auf ist auf Jiddisch. Polnisch, nicht auf Jiddisch. Ja. Es ist da eine Zeitschrift, was hat noch als eine Seite, auf, zwei oder etwas mehr, ein bisschen mehr Seiten auf Jiddisch. Gesagt in reinem Ernst, gesagt ist nicht so, ist nicht auf der Madrege, was auf dem Schwellenmarsch. Ja, aber es ist da, es ist etwas hier da auf Jiddisch. Und es ist da ein jiddischer Theater in Warschau, was er zwar von den Pjäsen sein auf Polnisch, aber es ist da jetzt zum Beispiel eine Pjäse, das Buch von Gan Eden, das heißt von Itzig Mangers Buch via Pjäse. Und das heißt, ja, vor einem Jahr haben sie gespielt Shakespeares Sturm auf Jiddisch. Das heißt, ja, so euch voran, solche Sachen sind euch dann. Ja. Vielleicht manche sein mit der Frage. Ich weiß, dass du es geschrieben wegen Stalins Redifes von der polnischen Juden unter der sowjetischen oder allgemeine Juden unter der sowjetischen Meluche. Will ich dir fragen, ist der Eindruck noch existiert noch als? Es ist eine Sache, was mich sieht, dann gegen meine Europa, es ist eine Sache, was mich sieht, das Legabe Jiddisch.
Ja, versteht sich. Es sind da starke Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern in Mitteleuropa, versteht sich zwischen, wenn wir sagen, Ukraine, Russland, Belarus, Polen. Heute rechnen da rein Polen zu Mitteleuropa, ja. Ich habe einmal, also ich bin gewesen in Wilna, bin ich dort gegangen auf den Besäulen. Und es ist interessant, dass dort seinen Asach, darf die jüdische nicht, angeschrieben auf Laschenkeudisch, Matzeves, ja, das heißt von Bundisten und also weiter, von den zwischenmilchamedike Jahren. Aber also ich bin gefahren in Witebsk in Belarus, das ist Misrecht Belarus, das heißt, es ist eine Stadt, was sie von Sama Oneg gewinnen, Sowjetverband, schon von 1920 Jahren etwas. Aber bin ich dort gegangen auf den Besäulen und es kemat nicht gewinnen Matzeves, das heißt von dem 20. Jahrhundert, was sollen gewinnen, angeschrieben auf Jiddisch oder auf Laschenkoidisch ist. Schein damals hat man auch Achillik, ja. Also schein damals, die Menschen, was haben sich aufgehört, nach der Revolution, dort haben gehabt winzige Scheiches zu Jiddisch, zu Hebräisch, mit Aslam. Und versteht sich, als ein Mäschig von Jahrzehntlicher ist als stärker. Also, ja. Aber in den 90er Jahren ist da also eine Renaissance, mit Aslam, also aufgelebter Interesse zu alles Ding, was da scheich ist, zu Religion oder zu nationaler Kultur. Und also ihr euch in einem gewesenen Sowjetverband. Jetzt in Polen, seine Nachdem kommen, gemacht, das ist sehr wenig übergelebt, ich glaube, ja, jeden nach dem Kurven. Und die, was haben übergelebt, haben, ge Zdrav, haben übergelebt in Sowjetverband, weil sie sind gewesen, Kleitem in die Tag von Milchome in Sowjetverband und haben danach sich wieder besetzt in Polen nach dem Milchome. Aber von sie wieder ist die Mehrheit herausgefahren von Polen. Das heißt, in Amerika, Kanada, Eretz Israel. Und in Polen ist gewesen noch sehr kleine Scheres. Und es gewesen, waren alles winziger. Ja, 56 sind herausgefahren als Sach, 68 und nach 68 hat man vermacht, jemand alles, was hat gehabt, der Scheiches zu jüdischer Kultur. Und in Ukraine und in Russland, zum Beispiel, seinen gewähnen Hunderttausende Juden noch als nach dem Sommer. Ja, das ist ein großer Unterschied. Euch in Rumänien, zum Beispiel, seinen gewähnen minas damals um 200.000, ja, noch als. Aber dort hat man gemachter Teil von der jüdischen Kultur in so 40er und 50er Jahren. Auf so Häufen, wie es nicht gewesen in Polen. In Polen hat man fortgekannt, etwas Mamschig sein mit der Kultur. Und zu dem, ja, ist, ja, man hat es wieder ein bisschen zu bisschen aufgelebt, anhebt 60er Jahren. Das ist rausgegangen damals Sowjetisch Heimland, ein Literaturjournal in Moskau. Aber das ist gewesen, wie, warum Sutzgeber hat das angerufen, an abgeschriebenen Mess, ja, was noch abgeschrieben von Teut. Das heißt, also, ich weiß nicht pünktlich, wie sich zu beziehen zu dem. Aber fort, es ist etwas, Theresa Mason's Jahr gewesen. Ja, aber, und später, was scheich dem späteren Renaissance sozusagen, ist noch Chicago Prat, als Dafke in Sowjetenverband. In die 80er Jahren ist gewesen, also Auflebung von jüdischer Kultur, weil man hat geprüft zu ziehen neue Schreiber zu dem Journal Sowjetisch Heimland. Und es gewesen, dachte ich, zwei oder drei Gruppen, was haben sich gelernt beim Gorki-Institut in Moskau, forschen und schreiben jüdisch auf jüdisch, ja. Das heißt, sein Gewinn. Und, und ein größer Teil von den heinzeitigen Schreiber, das schreiben noch alles auf jüdisch. Haben sich ausgehört, darf gedauert oder haben wir etwas Scheiches zu dem Programm. Ja, Marcel Velvo-Tschernin hat sich dort gelernt, Mischa Krotikow, ein Forscher von Jiddisch, Gennady Estreich, gearbeitet beim Journal, und andere noch. Boris Sandler hat euch gehabt, etwas Scheiches dazu, ja, ist und andere Schreiber von Asach von Bessarabie, von Moldau. Ist auf Asa, mit den Chikavnäufen, ist Dafke, nicht in Amerika, nicht in Israel, nur Dafke im Sowjetverband, wieder gewinnen als in Aufhebung. Ja? Was hat Tacke eine Spur auf dem Pony von heinzeitiger jüdischer Literatur? Ja? Ich kann sagen, ich habe ein Wort, das ich habe einen Artikel wegen
wegen der Radifes, was einen gewähnt in Minsk, Fall der Aruge Ja, Malchus, wie wir ruft sie. ja, ja. Das war einer von der ersten Massenschritte von Stalin. Ne? Das heißt, das ist gewesen im Oktober, 12. Oktober 1937. 1937, 1938 hatten geharrte Sachmenschen, das gewesen der gerufene größere Terror im Sowjetverband. Und es hat sich angehoben mit Rediffes auf polnische Bürger. Dafke. Versteht sich das zwischen polnischen Bürger, seine gewähnte Sache, ihnen was haben gegangen mit die Grenze, seine früher haben sie gewohnt in Polen oder etwas sonst. Und also haben sie euch, also haben gereute Polacken haben sie, oder polnische Bürger haben sie nicht nur. Umgebrannt Polacken noch euch Juden zwischen sie. Und in Belarus ist gewesen, also Matze, was Juden haben vernommen, ein sehr wichtiger Ort in der allgemeinen Politik. Sein gewesen Minister, jüdische Schreiber, oder also etwas haben wir angeführt, mein Schreiberverband. Isichari hat vernommen, ein wichtiger Ort, Lomaschel. Und zulieb dem, seien sie euch geworden, Kobanis von die Dosikeridifes. Und ja, einer von den wichtigsten oder von den größten Schreibern, es gibt Moshe Kulbak, ja, was hat sich übergeklebt, es auf 20er und der zweite Hälfte 20er Jahren von Vilna Kiminsk, ist auch damals umgekommen in die Dosikirchidifes. Es gibt in einer Nacht, wenn man hat gehargelt, 120, 140 Menschen, dachte ich. So war versteht sich belarussische Schreiber aber, und Dichter, aber auch jüdische. Und Und das ist wichtig zu sagen, weil das sagt, wenn wir sagen, der Rediff ist mit Amanda Sora, Ruge Malchus, was einen gewähnt in der ja, 52, dachte ich mir, das das geschehen, ist und ich 52, vergesse, danke. und ja. Ja. Und es danke gewesen, das heißt, damals hat man nicht, 52 ist der Chilik, als damals hat man dafke, das ist gewesen, gegen jeden, Bichlal, und euch befragt gegen Jiddisch und jiddische Literatur. In 37 ist gewesen ein bisschen anders, aber von deswegen hat sich damals angehalten, der Sof von Jiddisch in Belarus, weil später, no, zum ersten hat man gezwungen, etliche von die, was man seinen Gewinn arrestiert, zu sagen, zu massern andere jüdische Schreiber. Das ist Bar Koch, man sei, er hat gesagt, etwas in Sirsa sei. Das hat man genutzt später und nach kurzem hat sich gemacht, dass eine Atmosphäre und Samin Zwiebel, was es scheint gewesen schwerer, Sach schwerer anzugehen mit der jüdischen Kulturleben. Und Mamisch Erev der Mechome, das heißt, im 41. Jahr hat sich noch einmal angehoben, als Samin scheinen anti-jüdische Redifes und damit hat man Lomaschel ermordet Selig Axelrod und seinen Euchgewinn arrestiert andere, aber wie die Milchome hat sich angehalten, hat man sehr geschickt auf den Front. Ist das gewesen sehr, auf einer paradoxalen Läufen ist das gewesen sehr Rettung, ja. Also haben sie sich herausgerettet und später schon mehr nicht besetzt in Belarus, weil es gewinnt auch eine Sache Antisemitismus, nicht nur von den deutschen Okkupanten, noch auch von der ortigen Bevölkerung. Und das haben sie gespürt nach dem Kommen, wenn sie seine gekommen zurück. Und man hat zugenommen, sie ihre Dires und hat nicht gewollt, sie, auch viele sie sollen wegstellen am Monument, Lukowit, die der Hargete. Ja. Ja, es ist allemal also bitter süß, weil Stalin hat doch nicht geraten, wie Zutzgewehr. Ja, es gibt geschickte Aeroplan zu warten, wie Zutzgewehr, aber dennoch, ja, was Ja, hat er, nur. danach hat er gearbeitet, das war andere, ja. Ja, und ja, man, der Mann versteht sich Stalin und der Rickert in dem Sowjetverband. Ja, ja, Stalin, nicht Stalin, aber der Sowjetverband hat Beis der Mechome. Von deswegen, also der Mann, wenn es abgeraten wird, er sagt ihnen das Leben. Das heißt, wollt nicht gewinnen, wollten sie nicht mit einer Zeche gewinnen. Ja. Wenn die trachten, was wollt gewinnen. Und euch als Sach von sie haben übergelebt in Mechome, soll sein in Lagern und soll seinen schrecklichen Träumen, doch sie haben übergelebt in etwas in Zentralasien oder in andere sowjetische Republiken. Ja, also, ja. Nur, Stalin hat bei MS gehabt eine positive Rolle in dem sie nicht, das ist eine zweite, das ist eine Kasche, ja. Aber von deswegen, wenn der Mann ist, also, ja, bekommt sich, also, es da in Stieresdicke. Bild, ja. Kennst du reden ein bisschen wegen, was ist der Zugang ein zu jüdischen Zidorspäu wegen der Milchome? Milchome von Ukraine mit Russland, besteht. Ja. Russland
in Ukraine. Gegen Ukraine, Ukraine ja. schlägt sich nicht hier. Ja, es ist kein Call, dachte ich, also man dachte, der Mann, es hat, es starben Menschen, das heißt, das ist der erste, die erste Sache. Dachte ich, es heint oder ein etlicher Tag herum, hat sich an, also meine Ausstellung, sein zuträglich auf dem Internet wegen Studenten, die seinen umgekommen in der Räume kommen. Das heißt, es ist also eine Ausstellung, was hat der Titel wie nicht herausgegebene Diplomen, zu lieb dem, was die Studenten seinen umgekommen. Ist es starke Menschen, das heißt, versteht sich, also das hat der Scheich es euch zu jeden in Ukraine, zu jüdischer Kultur, jüdische Kultur befragt euch. Von deswegen, ja, und die zweite Sache, euch Archiven, sagen da wichtige Archiven und andere Institutionen, aber euch Archiven in Ukraine, was man weiß nicht, sie sehen, werden euch überleben, die noch kommen. Das heißt, es gewinnen einmal in Kiew, es gewinnen ein größeres Institut, der größere wie Jivo, dachte ich, der größere Forschungsinstitut wegen jüdischer Kultur, jüdischer Literatur und andere Geschichte, Soziologie, Geografie. Das gewinnen in Kiew hat geheißen, der Institut für jüdische Kultur oder der Institut für proletarische jüdischer Kultur. Sie haben gehabt Archiven, Was euch ist von gewählte Nomen? In der Ukrainisch, meine Institut in Ukrainisch, Na, in Russisch, ich weiß, Mr. Medem, Sie das gewählt nur Russisch, ne? Ukrainisch, nein, es gewinnen euch in Ukrainisch. Nur das, aber es euch auf Jiddisch verzählt gewinnen, der offizielle Namen. Von Ukrainisch, da habe ich gedacht, ist, es hat gehabt verschiedene Namen in den bemächtigten Jahren, aber es gewinnen der Institut von Proletar, Institut Proletarskoi Kulturen, etwas also eins, ja, das ist eine Kultur von proletarischer jüdischer Kultur, ja, ist, und die Archiven, sie haben abgeraten mit den Archiven, weil sie haben sie herausgeführt, bei der Mohammed, der zweite Welt Mohammed haben sie sie herausgeführt, in Taschkent, Lomaschel, in Ufa und zurückgebracht in Kiew, wenn ja, man hat gekannt, sich umkehren daheim. Und die Archiven seien jetzt zerspreit in verschiedene Orte, euch in Ivo und euch in Israel, seien Teil von den Archiven, aber in euch in Ukraine und man weiß nicht, sie da selber überleben, wie man kommen. Jetzt wahrscheinlich noch wahrscheinlich Menschen, was forschen, zum Beispiel jüdische Geschichte, gehen sie noch alles an. Auf zu Loches, der Mechome gehen sie auch noch als an mit seiner Arbeit. Ist so, Lomaschel in Lviv, in Lemberg, ist da ein Institut für städtische Geschichte, heißt es. Ja, da forscht man noch als. Jetzt der Recker, wie er soll, die Mechome ist, man spielt auf dem Matze in Ukraine, in die Stadt. Aber euch wegen jüdischer Geschichte ist da eine Forschung, was hat da nicht lang publiziert, Lomaschel, einen Artikel wegen dem Erev in Lviv. Das heißt, man geht noch alles an mit dem. Ja, und sein Dorf versteht sich als Sache, was haben gedacht, war Reus vom Land. Eine von den Forschern, was ich habe interviewt, alle, sie wollen jetzt in Israel, euch zu lieb andere sieben, aber es sind da andere, was die finden sich in Polen oder in England oder in Amerika. Ja, und von deswegen in die erste Chadosh, in die ersten Wochen habe ich geredet mit Menschen, was haben gesagt, dass wir kennen jetzt, seien wir so also traumatisiert, dass wir kennen, wir können nicht angehen mit dem Schreiben. Das heißt, gewöhnlich sind wir solche Menschen, die schreiben als Sache, was vernehmen sich, darf nicht forschen und schreiben. Aber jetzt sind wir so, also ich vernehme euch mit Health und Plating oder wir sind ein psychologisch in Asamatze, also wir können nicht angehen damit. Ich meine, also jetzt ist schon, dieselben Menschen sind jetzt schon wieder geworden, ein bisschen mehr produktiv, Bochaschem, und können öfter, schon mehr zurückgehen zur. Bisschen normaleren Läufen steiger leben, aber ja, nur die Mekoma hat sich geht noch als an wir wissen. Ja. Ja, ich will zulegen, also ich weiß, ich habe ein Chavert, das ist entlaufen von Dafke für Russland, von St. Petersburg. Dort ist auch ein Spiel, der Milchome, weil sie gegangen sind, Afghanis entgegen, der Sowjet, Sowjeten, entgegen der Russen. Ja, Und Putin, in ja. sie hat Stelle in St. Petersburg in der Universität, hat man ihn verschickt.
Und das ist noch Effekt dafür, also dort geschieht auch Sachen mit Jiddisch, also sie verschicken, ja. Gestern, die weißt Nur du schon, wegen verschicken. dem Fest? Ja, verschicken, das heißt, ja, man rastiert Menschen, versteht sich und verschickt Menschen, danke, aber oftmals verliert man fast die Stelle, die man hat gehabt. Ich meine, in dem Fall hat man sie nicht verschickt, aber sie verlor die Stelle und sie rausgefahren in Astan von Land. Aber es ist euch da mal eine von den wenigen Publikationen, was gehen raus auf Jiddisch heutzutage ist in Russland. Ja, das heißt in Birbidjan. Und Vater noch kommen, habe ich dort neu gedruckt, Sachen jetzt schon nicht, aber schon Vater noch kommen. Wir dachten sich, euch der Mann in Russland ist schon jahrelang nicht liberale Regierung und man hat. Zum Bedeuten hat die meiredicke Welt nicht genug getan, meine ich, die zu drücken auf Putin und auf der Regierung. Und man hat nicht reagiert auf andere Sachen, was einem vorgekommen in Russland. Ja. Man hat der Haar geht Journalisten und Politiker. Man hat weitergemacht, Business. Und Vater noch Rome hat man den Moschel euch vermacht, Memorial, was ist eine wichtige Organisation in Russland, was ist. Jetzt ausgezeichnet geworden mit der Prämie, Nobelprämie, dachte ich mir, zusammen mit der belarussischen und der ukrainischen Organisation, sie haben geforscht wegen die DAFKE, wegen die stalinische Predifes und Repressies. Und man hat sie vermacht. Und ich habe damals angeschrieben, dem Artikel wegen die Redifes von 1937 und die Hariges in Belarus. Und ich habe gewollt, dass man so zustellen bei Monet, also in Widmung, ja, es ist ein Covid-Memorial in Solidarität. Und hat dann gesagt, nun, es ist schon nicht gedei, weil es ist doch schon also ein schwerer Matze, das wird sein zu gefährlich für uns, das zu drucken, aber sei wie Hamevin Jovin, ja, das heißt, man wird es drucken und man wird schon verstehen, ja, die Kavonne. Aber also in Widmung ist es schon nicht gedei. Hat schon früher gesehen, dass ja, ist nicht der, ja, und jetzt versteht sich das Sachärger. Ja. Will ich noch zuschicken, was ich will, sehen deine Artikel in auf den Schwell wegen der Matze in Ukraine, in den Interviewen, was du machst, lege ich jetzt da den Linken in, sie sich einschreiben in Kriegen auf den Schwell in so Journal. Lass mal ein bisschen rübergehen, wir reden auf das Thema, was ich auch zu tun, aber. Du schreibst wegen Neo-Hassidism, Neo-Hassidism in Literatur, und spezifisch hast du auch geschrieben, wegen Chabad, was, es ist, wir können sagen, in Belarus, in Lite, ja, dort ist gewinner Schreiben, was hat geheißen, Bunin, was, du hast gehabt eine Lektion in Barilan, wegen sein Neo-Hassidism. Ich darf schon zu uns vorlegen, was ist das Bechlal? Neo-Hassidism. Ja, man hat genommen Nietzsche den Begriff, dachte sich, ohne 20. Jahrhundert, als sein Gewinner solche Schreiber wie Peretz, Lomaschel und andere hebräische, jüdische Schreiber, was haben geschrieben wegen Chassidim und etwas in Namen chassidischen Geist. Trotz, sie haben nicht seinen allein gewinnen können. Er war nicht keine orthodoxische Jiden, die haben nicht abgehit Tariat Mitzvahs und nicht gelebt in der chassidischen Zwiebel, aber sie haben gefunden etwas an Inspiration, etwas, was hat sie zugezeugen, etwas an geistige Inspiration. Und das hat sich ausgedrückt in seinem literarischen Werk. Und damit hat man das gerufen, oder literarischen Chassidis oder Chassidisen oder Neo-Chassidisen, also Neuer Chassidis. Und Alpirov hat mir gezeichnet, als gewinn ein mehr authentischer Minchsides beim Samaanheb. Das heißt, Bimei Habest, ja, das heißt, als der Best, das ist Mamesh, das ist das Emeser-Chsides. Und später ist gewinn Gesederdike Jeride und Heinz ist schon im Ganzen nicht das. Ist, aber man kann sich umkehren zu dem Mocker und findet dort eine Inspiration. Ja, und dennoch ist euch gewesen, die zwischengekommenen Jahren sind euch gewesen Menschen, was haben Tacke nicht nur geschrieben und gelernt Literatur wegen Chassidus, noch geprüft, allein zu leben, wie am Ruchnisdicker Steiger leben, also am New Age, wie man ruft es heutzutage, Efscher, ja, ist ein neuer mit einem Steiger leben, was ist inspiriert von Chassidus. Gott sei seine nicht gegangen zu.
sie haben nicht gehabt, etwas sehr Rebellen oder Zadikim, sondern sie haben geprüft zu leben, Leute teure von dem Best. Ist das ist der Ronne von dem modernen Neo-Chassidus. Und damals ist aber auch gewesen, als damals, was, es ist da gewesen, ein sehr breiter Trumpf zwischen seiner Chassid-Leben, sehr orthodoxisch und seiner Freier. Das heißt, es gewinnt also ein treuer Übergang zwischen die beiden Polussen. Und das heißt, heutzutage, Sachmenschen dachte sich oftmals, also es ist da ein Reden, was Leben sehr isoliert für sich. Und auf der anderen Seite sind da weltliche Reden, was haben Bichlal nicht kein Scheiches zu Religie, zu. Was kennen nicht die jüdischen Mekäuren? Aber damals dachte sich, es gewesen, also mehr ein Übergang zwischen die beiden Welten. Und dann hat sich getan eine Sache auf dem Gebiet, zwischen die beiden Welten. Euch Menschen, was also, haben sich aufgehalten, wirklich, Sidim, und haben geprüft, etwas, das weiter Mamschich sein, aber nicht auf den selbigen Eufen, noch offener, öfter. Haben sie gehalten, wie Bonin Le Moschel, als man es scheinen zusammen in mischichischer Zeit oder kemat mischichischer Zeit, dass man darf nicht halten alle Mitzvahs und oder darf nicht abhitten alle Mitzvahs Le Moschel. Ja, oder man hat gedacht, gefunden neue, ja, an einem Steiger leben, was ist mehr zugepasst zu den Forderungen von dem Heinz. Weißt du, wer hat angegeben mit der, wer hat formuliert den Namen der Terminologie von Neo-Chassidism, wer ist der Erste, was hat sich in Ich weiß nicht, sie ist da gewesen, ein Schreiber oder ein Kritiker, sein gewesen, etliche, was haben damals geschrieben, an dem 20. Jahrhundert, mir gefällt es, Le Marshall, ich denke, bei Jutlowski, was der Mann ist, ja, Jutlowski ist ein gewesen, ein jüdischer Sozialist, ja, ein Jüdischist, Efter, der war Gründer von Jüdischism, sein Dorf ist kein Azoi, ist er hat geschrieben, was man darf, euch sich zu beziehen zu Jüdischkeit, Bichlal, wie am in geistigen, oder ein Stapel in der geistigen Geschichte von Menschheit, in der geistigen Entwicklung. Und wir sind schon in der Kufe noch Religie, Postreligie. Ja, das heißt, wir können vorziehen, eine Jenike von dem, und es ist wichtig, wie eine geistige Jerusche. Und dasselbe hat er geschrieben, um euch bei diesen einseitigen Schreiber, die gab es. Wir sehen das bei Le Marshall, bei Peretzen, also er hat das aufgetan. Das ist Efscher Neo-Chassidus. Und also dürfen wir das tun mit Jiddischkeit, Bichlal. Es ist einer von den Frühen, was haben das geschrieben in 1908 oder etwas, also 1908 ist. Aber es ist eine gewähne Sache in der Zeit, was haben geschrieben, also ich bin nicht sicher, dass er Le Marshall gewähne der Erste. Heutzutage ist euch da also ein interessanter Phänomen, was ich habe sich begegnet zum ersten Mal in einem Ort, damit habe ich sich begegnet in einem Ort, was ich habe, ich lade sich nicht gericht, also dort soll sein etwas, was das Scheich ist zu Chassidus oder zu Jiddisch, und das gewinnt in Dresden, in Misrach, Deutschland, was gefindt sich dort eine so gerufene Best-Geschive, ja. Wegen dem habe ich euch geschrieben, in Vorwärtsarbeit, damit es interessiert, damit da ist ein Rav, ein Rabbiner, Kive Weingarten oder Weingarten, was er ist euch aufgehalten wird wie Chassid, und Eindruck der sein Schitte an liberale Chassidus. Ja, das heißt, er verrechnet sich allein noch als wie ein Chassid. Leute sein Lebenssteiger, Leute sein Kultur, seine Aufforderung. Aber er ist nicht so 40 frei, ja, liberal. Und bei Seile Moschel sitzen Männer und Frauen zusammen. Ja, es ist beklagnis, das heißt, Leute, den Bezug zum Aloche, seinen sie sicher zugeglichen zur Reform Jüdischkeit. Ja. Aber Moschle, also Schabbes hat der Rabäckische und der Rabäckische und ein Streimel und so weiter. Das heißt, man singt Lieder, Smiris und das heißt, man 40, man kocht Maicholim, was seinen traditionellen. Das heißt, das als kommt von seiner chassidischen Aufforderung. Und das heißt,
Das ist, Leute, mein Benehmen euch, am in Neochsides, ja, das ist, heißt, es ist, es geht heraus von, es ist immer was geht heraus von dem, was wir verstehen, bei der klar wie Chsides, aber er nimmt sich mit sich, was Chsides, auf etwas am in Eufen. Und er tut damit etwas Neues, ja. Er ist es manchlich, mir kurz die enge Zäumen von Chsides, von orthodoxischen Chsides, ja. Ja, und da, wie gesagt, das ist in Dresden und da ist da Sami Moise, da was ruft sich Best Yeshiva und das ist für Menschen, was seinen Leute, die begriffen von Frumme, seinen sehr erreuste Tarbsroi, ja, sei seinen, sozusagen, wie man sagt, Arab von der Chayosche. Nun, in jedem Fall sei seine Nicht-Mamschicht mit sehr steiger Leben und da ist eine Möglichkeit, was sie können weiterleben mit anderen Menschen, was haben eine ähnliche Überlebung und was werden fort etwas aufhüten von dem, von sehr stärker Leben. Und jedes vernimmt nicht das Samin als einen wichtigen Ort in dem, aber andere Protein von Chassidus, dachte ich, von chassidischem Leben. Ist, ja, das ist gewinn Chicago für mich, was darf ich in Miesrich Deutschland buße. Nicht kein Sach im Leben dort, aber. Du meinst, dass, ich weiß, dass du das auch geforscht, Bunim, in Chabad, du meinst, dass sein Neo-Chassidism hat sich formuliert in Jiddisch oder nicht spezifisch in Jiddisch? Is Bunim hat der Ricke geschrieben auf Hebräisch. Er ist gewesen als Zionist und ein Hebräist. Und das ist ein interessanter Phänomen, was er ist erst in anhieb 30er Jahren wieder zurück zu Jiddisch und hat geschrieben, als Sach mehr auf Jiddisch. Und nur neochsidische Meises öfter auf Jiddisch. Und ich meine, also da hat Jiddisch das Scheiches zu dem, was er hat gewollt, übergeben. Er hat es bloß gekannt in Jiddisch. Das heißt, und das hat das Scheiches zu dem, was ich habe, der Mann mit dem Steiger leben, mit dem alles Ding herum, dem, ja, das heißt, der Loschen ist angesagt mit. Du machst Loschen Koidisch, gewisse Begriffe von Davke von Chabad Nechsides spielen eine wichtige Rolle. Aber euch als Sache Regionalismus von Jiddisch in Belarus ist, das heißt, Jiddisch hat da bei ihm eine wichtige Rolle in dem. Und ja, aber das, was er hat, ist zurück zu Jiddisch, Minastam, hat euch, das ist interessant, hat euch ein Scheiches zu dem, was hat sich getan in Chabad Gufe. Und da meine ich schon Chabad Mamisch, das heißt, dem Lubavitcher Reben, das gewinnt damals Josef Yitzchak Schneerson, was hat gedacht, er ist vom Rattenverband, was man dem Vertrieben von dort, er ist, hat sich versetzt in Riga und danach in Polen. Und Bunin hat euch gewohnt in Warsche Demot oder in Lodz und der Lubavitcher Rebbe hat geprüft zuziehen, Schreiber, was sollen helfen, machen sie das mehr populär für ein breites Neulem und, was haben und euch Chabad darf geben, weil sie das hat nicht gehabt als guten Schem, auf der verbreiten Neulem hat er gewollt, dass Schreiber, was haben sich aufgehört in chassidische Heimen, in chassidischer Zwiebel, in Chabadner Zwiebel, sollen schreiben wegen dem und also ja rum zu übergeben dem Eulen, dass sie da etwas, was sie gedei sich damit zu bekennen. Und das heißt, es ist, sei Neochsides, sei, hat es ein Scheiches zu Kirev, ja, zu zuziehen, jeden zu Jiddischkeit, ist, und er hat Minastam, das heißt, der Rebbe hat Minastam bezahlt, der Rajatz, ja, Josef Yitzchak Schneerson hat bezahlt, also solche Schreiber wie Hillel Zeitlin und Buninen und Horodetzky, ist ja, so ein interessanter Phänomen. Also. Du meinst Zeitlin noch ein Zurückgeben, weil Zeitlin ist geworden. Ja. Und Zeitlin ist ein interessanter Meister für sich, weil Zeitlin ist euch am Neo-Chassid Efscher. Er ist nicht, er ist zurück, Emes, ja, und er hat sich Tage geführt, er hat abgehört alle Mitzwissen. Aber er ist von deswegen, hat er sich noch als verinteressiert mit anderen Religies, andere Drachim und Ruchnies. Und er hat in der Remsen, dachte sich mir, geprüft, euch zu führen in einem eigenen Weg und zuziehen, solche Jechides Gule, was kennen
was kennen bilden an a Gruppe was es bekeuert aufzutun etwas von geistigen Hemmschicht von jüdischen Volk und ja und aber er ist ja ist der Rebbe der Lubavitcher Rebbe hat gehalten als Bunin es fort nennt er zu die Unserike wie Zeitlin ist etwas moderner also was tut verschiedene Sachen was seine Nichter soll traditionell Leute Chabad. Und Bunin ist von deswegen gewinnt mehr, hat er es nicht gewinnt, also öfter nicht, also orthodoxischer Ried, wie die Zeitlin ist, gewinnt mehr Norden zu Chabad. Öfter sagt der Fule Nehmen, also was will noch gucken, ja, den also, Nehmen. Ja, ist, nur der Rebbe hat geheißen, Joitzig Jitzchok Schneerson und Hillel Zeitlin, nicht sein Sohn Arn Zeitlin, auch Hillel Zeitlin ist gewinnt. Nur Arn Zeitlin hat ihn angerufen, das heißt, sein Taten hat er angerufen, den Novi von polnischen Jidentum. Er hat da größten Schämen damit. Wir haben ihn, nur, er was will sagen, ne, wo es. Er hat gesagt, nur, ich bin nicht kein Novi, und, aber Tomer, ich habe ja Novi, wollte sich bewiesen in unsere heutigen Zeiten, wollte er mir das dann geschrieben, mehr oder weniger das, was ich sage. Er hat Tacke gesehen in Voraus, was wird geschehen. Und es ist Tacke gewesen. Also er hat gesehen, es wird kommen eine Katastrophe, es wird seine Größe kommen. Und wo hat er das geschrieben? Wo er hat das geschrieben? Er hat das geschrieben in verschiedenen Publikationen, was er herausgegeben wegen seinen Suchen nach Samin. Oder Ausführungen, also mit Nein, Derich in den Buch. Es ist nur ein Titel, was ich gedenke, jetzt hat Lav Dafka Scheiches dazu, aber er hat geschrieben, also ein Buch wegen Schmusen, wegen Chabad und etliche andere Sachen wegen Chabad Dafka. Und das ist mehr wegen, das hat mehr Scheiches zu dem der Unternehmung von dem Reben, was will zuziehen Menschen zu Chabad. Aber er hat euch geschrieben, andere Sachen auf Loschen Koidisch. Wo er schreibt wegen dem, und er hat geschrieben eine Sachartikel in dem Moment, das ist eine von den wichtigen Zeitungen in Polen dämmert, in dem Moment und andere, in der Presse, wie klar, hat er geschrieben eine Sache wegen dem. Ja, und Chaim Yitzchok Bunin ist der andere Schreiber, was ich habe sich der Phänomen Dricker mit ihm. Er wäre weniger derselbe Kerdor wie Zeitlin, aber Zeitlin ist schon früher, wie du hast gesagt, Zeitlin ist früher weg von Jiddischkeit, er ist ja, er hat sich interessiert mit Nietzsche, Schopenhauer und Philosophie. Und danach ist er gekommen zurück wie Amin Baldschule. Und Bunin ist Kämel, das heißt, er ist erst zu den 40 Jahren bei Erich. Hat er also gelernt Russisch und Limude Chol ist er als Sach später geworden, als Schreiber. Und Kämel nicht so weiter weg wie Hillel Zeitlin in einer gewissen Kurve. Lass mal reden ein bisschen wegen dein Journalismus. Also, einer will ein anheben sein als Journalist. Ich weiß, dass es solche gucken auf YouTube unsere Videos. Was sind denn die Möglichkeiten einzuschreiben in Jiddisch? Wo ist die publiziert? Wo kann man publizieren? Ja, ist. Seine da hunderte, dachte ich, zähnliche Publikationen auf alle Poches in der chassidischen Welt, in der chassidischen Welt, was ich habe, lehnen sie nicht geseder und ich habe sich keinmal nicht gedruckt dort, und ich weiß nicht sicher, was ich einmal drucken dort. Das ist ein größer Teil von der Welt auf Jiddisch, heutzutage. Aber das, was ich kenne, ist der mehr weltliche Teil. Das ist, wo man schon auf dem Schwell versteht sich. Seien da noch andere Journalen, ein Literaturjournal, es geht da raus in Schweden und in Jerusalem, das ist Jiddischland. Das ist ein wichtiger Journal, dachte ich mir. Und trotzdem, Birobidzhaner Stern, geben noch als Reusser Zeitung auf dem Internet. Und euch auf dem Internet versteht sich der Vorwärts. Kommt euch raus auf dem Internet. Und die Jiddische Branche, das ist von Boris Sandler. Das ist euch im ganzen Gebiet mit Literatur, einmal euch Forschartikel, kurze also auch Videos, Filme, wo Jiddischisten, Schreiber erzählen wegen sehr Werk, wegen das, was sie tun.
aber der Ecker gibt sandererweise längere Texte, zum Beispiel Erzählungen, Poesie. Ist das eine etliche von den Publikationen, wo man kennt sich drucken heutzutage? Also sozusagen drucken, was heißt das? Ja, Srov geht nicht heraus, ja, gedruckt auf Papier. Aber ja, es ist nicht so schwer. Das heißt, also man schreibt auf Jiddisch, seine nicht auch keine Sachmenschen, was seine Bekäuer zu schreiben auf Jiddisch. Das heißt, man sucht sie praktisch. Ja? Das heißt, also man schickt etwas rein in Redaktion, ist, hat man eine größere Chance, dass man das drucken. Ah, ich habe vergessen, es ist da in Amsterdam euch die Grüne Medina, das ist eure Zeitschrift auf Jiddisch. Ja. Und der Packenträger geht noch heraus? Ja, der Packenträger aber nicht auf Jiddisch, das ist auf Englisch. Nicht ja. Auf Jiddisch, auf Englisch. Ich habe nicht gesehen, dass sie die letzten Jahre sollen drucken, etwas auf Jiddisch. Ich glaube, ich habe Toys und es geht einmal heraus, etwas übergesetzt und sei auf Jiddisch, sei auf Englisch. Aber, ah, und ist da euch, also Zeitschrift im Gewerbe, euch auf Englisch, eine Forschzeitschrift? Aber einmal geben sie euch heraus, ein Text sei auf Englisch, sei auf Jiddisch. Und ja, ich habe. Das ist Internet. Das ist auf dem Internet. Ja, das ist auf dem Internet. Ja, ja, ja. Ich habe das erste Mal gedruckt oder veröffentlicht, eine Sache auf Jiddisch, dachte ich mir ein Vorwärts. Ich habe gehabt die dosige Überlebung in Dresden. Ja, also bin gefahren dahin. Und ungerichtet redet, aber sich bekennt mit Menschen, was reden Jiddisch von daheim, was da in Chicago Zwiebel. Und habe geschrieben etwas wegen dem und gemeint, das ist interessant für alle in der Rolle, was lehnt dem vorwärts. Weil er guckt und sie seien verinteressiert in dem. Und ja, sie haben es gedruckt und sich Tage gefreut damit, was er jetzt beweist sich da ein neuer Schreiber auf Jiddisch, also jetzt, oder ein Journalist auf Jiddisch. Und selber zahlen euch von dem, steht sich ja. Das heißt, lokale Epoche sind etliche von den Publikationen, nicht in alle bekommt man euch als Schar von dem, dass man schreibt ohne etwas. Ja. Also ich habe ich angehört, ich bin nicht ein Emisser, ich rechne sich allein nicht für einen Emissen-Journalist. Ja. Ich habe nicht gelernt, hilches Journalistik, etwas in einer Universität oder etwas so eines. Ja. Ich habe ich war mir angekommen, als Sachschwere zu drucken, etwas, lassen wir sagen, auf Deutsch. Ja? Also, es seien da tausende Zeitungen und als ich schicke etwas rein, dort in die Redaktion, wird man mir das dann nicht, auf viele nicht einführen. Ja? Nicht, weil es ist ein schlechter Text, aber es schickt mir, ja, also man hat nicht, also ist nicht bekannt mit seinem Voraus oder seinem Trachten, nur, wenn man es verinteressieren will, dann sei es nicht drucken. Da ist eine andere gut. Masse in unserer Welt. Ah. Ja. Ist ja, eine Sache geringer. Es kommt auch eine Sache geringer anzuheben, dachte ich mir. Ah, noch eine Sache, was im Äschere bei mir ist wichtig, allemal, als ich schreibe etwas, es ist nicht nur, was ich darf zukommen zu Parnasse oder ich will Stamm drucken etwas auf Jiddisch, nur ich will euch, oder mir ist wichtig, so Anteil zu nehmen in einer Sache, was ich sehe, ich kracht wegen dem wie eine sehr wichtige Sache, ja. Schier nicht oder Kimata heilige Sache, ja. Und das heißt, ich lehne oft mal andere Essayisten auf Jiddisch, also wie Alexander Spiegelblatt oder Chava Rosenfarb oder das heißt, von unseren größten Schreibern vom 20. Jahrhundert, wo sagen, angeschrieben, schöne jiddische Essayistik. Und ich ziehe eine Nicke von dem, wie er soll sie schreiben. Und ich, ja, und ich hoffe, dass ich habe Anteil an dem, dass, in einer Hemmschicht von dem. Das ist mir persönlich wichtig. Das ist öfter für mich öfter der wichtigste Heilig in dem, was ich tue, journalistisch auf Jiddisch. Ja. Sehr schön. Ich meine, die Zeit hat sich kümmert geendigt. Es lassen wir rübergehen zu Fragen. Erstens, mit der Sorgen, danke für den Kommen. Und mit der rübergehen, gehe ich auf Fragen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir. Aber ja, also, ihr habt eine Frage, könnt ihr sich jetzt der euch stimmen, in ein paar Schritte fragen, oder ihr könnt das reinstellen in einem Schmusskästel. Öffnen. Ja, ich sage es geht, lauter Frage. Ja, ja Philipp, so eine Chaie zu haben. Wusst ihr jetzt, wie er soll dir jetzt, so eine Chaie zu haben, dann Jiddisch? Ich habe bestimmt gewollt, unwasen, als nachher zu diesem, beim Handigen Tag, verspreit sich mehr, oder ich habe mich getan, zwischen der modernen Orthodox
Es ist hübsch anders, wie das, was ist, wie er soll es sich umgehoben. Was ist Gewalt und Wasen auf dem? Ja, das ist ein wichtiger der ganze. Ja, das heißt, in Israel, sein Amerika ist da, dachte ich, eine große Gruppe Menschen, was einen modernen Orthodoxen verinteressieren sich mit dem. Seien da ganze Yeshivas, dachte ich, in Eretz Israel ist da also Yeshiva, was hat das also eine Orientation gemacht, das ist eine neue Entwicklung, das ist also schon nicht so eine neue heutzutage, aber von die letzten Jahrzehnte, Fahrdem versteht sich in Amerika gewinnen, also sehr liberale Schied ist in Jüdischkeit wie Reconstruction ist so eins, ja, oder Renewal, was ziehen euch auf etwas an euch nach Jenike von Chassidus. Aber ja, das heißt ja, es sind da verschiedene Sachen, was ja einzutragen. Ich meine, Schleume Karlbach aus. Ja. In der Yeshiva in Dresden, der beste Yeshiva, was auch ein Loschen redet man dort? Hebräisch. Und sie lernen sich Deutsch, ja. Das heißt, Kidei zu kennen, lernen, der Moschel, der noch zu studieren in der Universität, zu können haben eine Karriere in Deutschland. Und, das sind jeden, was lernen sich da? Ja, ja, es ist nur jeden, was kommt von frommen Sprach ist, ja. Aber nicht alle haben sich aufgehört auf Jiddisch. Efter 60%, ja, wurde ich gesagt, kennen, es ist eine kleine Gruppe Menschen, 20 Efter. Für was wollen sie lernen in Deutschland? Es ist also in Deutschland? Es ist so im Modern, nein? Ja, in Dresden? Es hat zu tun, meine ich, euch mit der Biografie von Kiewe, ja, von Reb Kiewe, das heißt von dem Rabbiner. Was er ist Reus und hat gesucht damals ein Land, wo man darf nicht zahlen für ein Limit. Wir können sich lernen, um sie ist. Beginnen. Und der Loschen kommt dem an, geringer es zu lernen. Das heißt, Deutsch ist sehr nah zu Jiddisch. Also er hat Reus gekriegt in Deutschland. Und in Dresden heutzutage sind verschiedene Faktoren da, weil in Dresden gibt euch die Medina, die Meluche, gibt Geld, also man soll sein stützendes Unter, sollen sein Jung jeden, was versetzen sich dort, man soll etwas aufleben, das jüdische Leben in Deutschland darf geben. Das heißt, das ist eine politische Linie, so lieb, was man stützt es unter. Und das ist euch wichtig, dass man so haben Stütze, ja. Er hat sich schon gemacht, ein kleines Vive, und das heißt, es ist da eine Gruppe, also wie Ellie, meine ich, will auf der Habe gerinnten Ärgerz der Städte. Ist da schon ein Anhieb von Asamin sagt, nicht kein Städte, was lebt den ganzen auf Jiddisch, aber es ist da Asamin Zwiebel für Menschen, was will nach Reus von sehr frommer Zwiebel und fort leben mit anderen Menschen, was haben eine ähnliche Überlebung und was wollen euch aufhüten etwas von dem, was wie sie, also sie haben sich aufgehört. Wird es euch untergestützt von Chabad, New York? Nein. Bekommen nicht kein Geld. Chabad. Es ist da Chabad, ist da ein Base Chabad in Dresden und sie haben freundliche Beziehungen. Aber nein, sie seien nicht. Chabad ist offen mit der das heißt relativ Lefi Erich offen, ja. Aber sie seien sehr liberal. Das heißt, die Westgeschichte. Das ist nicht kein orthodoxischer Mäuse, Bichlal nicht. Ja, das heißt, in dem Prat seien sie im Ganzen anders. Aber sie haben Beschutfes mit Chabad oder mit Lochala Poches, mit die Schluche, mit die, wir haben es sich gesehen, haben sie Beschutfes, die Kultur, ja, wie also sie haben sich aufgehört, wie also sie führen sich, ist von der, sie haben also, ja, sie haben etwas in einem. Aber es ist ein anderer Zugang. Es ist nicht, sie tun nicht dieselbe Sache, was Chabad ruft aufzutun. Ja, es ist eine andere Sache. Ich meine noch, dass Akiva allein hat, bekommen Sie mich von der reformischen Bewegung, richtig? Er hat sich gelernt, ja, er hat früher bekommen Sie mich von etlichen Rabbonim, sehr geschiedenstige Rabbonim in der frommen Welt, ja, das heißt Bacharedim. Und danach
Oder er hat zuerst bekleinigt gewollt, weiter sich vernehmen darf mit Jiddischkeit, aber später hat er ja studiert Judaistik in Deutschland und ja, bekommen es mich wie von einem Seminar, von einem besmetterischen Rabbonim, was ist ja reformierter Mäuse dort, ja. Ja. Gut, ich meine, unsere Zeit hat sich geendigt. Will ich noch stellen, den Linken noch einmal in den Schmusskessel, was sie will, sich einschreiben zu seiner Mitglied und zu bekommen unsere Sonarbeit für Schwerls, zum extra Preis für Studenten. Und was sie will, reingehen in eine Webseite, ist leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org, dort könnt ihr sehen, alle Friedrich-Programme. In euch, der Rekordierung wird auch aufkommen dort und auf unserem YouTube-Kanal. Ich sage Dank für die Parenkommen. Es ist gewesen, auf jeden Fall genügend zu euch sein. Ja, schönen Dank. Danke, größer Korb, wieder Dank. Seid gesund, oder seid? Danke.